Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich. Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises einen Unfall auf der K250 zwischen Blankenau und Zahmen mit einer eingeklemmten Person. Als die Rettungskräfte ankamen, stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer aus Grebenhain zum Glück nicht eingeklemmt war und sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Der junge Mann kam mit seinem Mitsubishi aus Richtung Zahmen und wollte in Richtung Blankenau, als er auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Straße abkam, die Böschung runterfuhr und sich dabei überschlagen hatte. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und kam mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Fulda. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, schätzt die Polizei. Der Pkw ist ein Totalschaden.